Hey, hey, Leute! Und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot Blattgrüne Edition Randomizer Nuzlocke Souling Challenge! Yeah! Ich bin der Moxol und ich begrüße euch mal wieder zu einem wunderschönen Part eines wunderschönen Spielers! Yeah! Hallo! Mit dabei ist der Maxi. Barsch war XD. 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 Wir haben im letzten Part. Scheiße. Gemacht. Ja. So. Du musst weitermachen, Mann. Er hat gerade so schon angefangen. So wie. Do. Sowieso. Me. Egal. Jedenfalls, wir haben zwei neue Pokémon gefangen. Unser Lied, es beginnt immer mit Doremi. Wir laufen Fingerzen, haben doppelt großen Spaß. Wir sind frei und zaubern Sonnen in unsere Welt hinein. Hier kommt die Magie. Hier kommt Doremi. Oder haben wir das auch schon mal abgedeckt? Mhm. Wir haben zwei neue Pokémon gefangen. Ich habe ein Magma gefangen und ein Mirapla. Maxi, was hast du gefangen? Ungefähr was auf denselben Level. Ein Pfiffchen und ein Simsala. Ja, so kommt so ungefähr hin. Wir. Mal schauen, wie lange sie noch am Leben bleiben. Ja, mal sehen. Ich mache nämlich direkt einen Kampf. Hallo, mein Freund ist cool. Beeil dich mit dem Kampf. Ich bin gerade im Pokémon Center. Da kann ich direkt was abgeben hier. Ach so. Oh, Alter. Ey, du hast echt. Du, ey, wie oft willst du mich denn so triggern? Nur weil ich Scheiße gemacht habe. Naja, man muss ja auch für Scheiße bauen bestraft werden. Ja. So ist das also. So auf jeden Fall. Ich meine, einige Leute bauen Sandburgen, du baust Scheiße. Ich baue aber coole Scheiße. Oh, Nidorino ist direkt verbrannt. Geil. Ah, ich hab schon Wetter vergessen, Nido auszuwechseln. Oh, warum? Macht doch keinen Spaß, mit so einem OP-Pokémon zu kämpfen. Sagt, ja, doch, macht's schon. Sagt der OP-Pokémon. Sagt der OP-Pokémon. So, Papunga. Alter. Dank der Fähigkeit ist fast jedes Pokémon am ersten Schlag, das es auf mich ausübt, direkt verbrannt. Ach so. Ja, sowas hatte ich auf mein. Nee, wo hatte ich denn das? Ich hatte mal irgend sowas ähnliches mit Paralyse. Ah, nee, das war Giftdorn. Die haben mich attackiert und waren dann vergiftet. Ja. Hat er jetzt. Holt er jetzt einen Kabador? Habe ich das jetzt richtig gelesen? Kabador! Level up. Ah, nee, Capoeira, okay. Oh, Capoeira. Wollte ich schon gerade sagen. Kappador, das wäre witzig gewesen. Wollte man angeben, meinst du? Weil ich bin voll der Pro, ich habe hier voll das geilste Pokémon, Kappador nämlich. Was passiert eigentlich, wenn man jetzt im Kampf Teleport macht? Dann wird das Pokémon, also in meinem Trainerkampf wird das Pokémon nur ausgetauscht. Achso, ist ja langweilig. Oder wobei, wird es ausgetauscht? Entweder wird es ausgetauscht oder es schlägt einfach allgemein fehl. Aber ich denke mal, Level up. Geht halt. Ich denke aber mal, es schlägt eher mehr fehl. Das Capoeira hat verdammt viele Erfahrungspunkte gegeben. Mein Gegner sagt: Fibitis! 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 Das ist ein Item. Fibitis! Ja, ich kann auch die eine Harry Potter-Sprache da. Hat er jetzt gesagt, ein Despotar? Ja, da, wieso holen die andauernd ihr scheiß Despotar raus? Ja, die wollen angeben. Und ich habe schon Wetter vergessen, Nido auszuwechseln. Aber gegen Despotar ist das vielleicht noch besser. Oder? Gift. Nee, Despotar sollte nichts haben, was gegen Gift sehr effektiv ist. Okay, Undicht ist jedoch auch nicht besonders effektiv gegen Despotar. Da setzen wir mal lieber einen Trank ein. Ja,
wieder voll gehalten. Ja, juppie, du. Okay, mit Arbok gegen Despotar zu kämpfen ist keine so gute Idee. Okay, jetzt wickelt er mich auch noch ein. Toll. Welches Level ist das? Level 17. Da könnte ich vielleicht mit meinem Simsala gegen ankommen. Hoffe ich. Ja. Ah nein, warte, nein! Das ist keine gute Idee. Biss ist sehr effektiv gegen Simsala. Ja. Na scheiße. Aber gut, dann ist mein Simsala wenigstens Level up. Voila. Muss XD ran. XD ist das einzige, was gegen Despotar gewinnen kann. Okay, das ist ordentlich jetzt hier gewesen. So, Deko erreicht Level 9. Toll, sind die Erfahrungspunkte schon wieder geteilt und jetzt auch noch dreifach. Okay, den Smogmog setze ich lieber. Smogmog! Ich muss gerade überlegen, Smogmog. Mirabla. Ja, perfekt. Genau, gegen Mirabla. Easy. Ne, da setze ich persönlich lieber Kaito ein. Das ist mir nämlich zu riskant. Das Geile ist, dass mein Aerodactyl auch vom Sandsturm nicht betroffen wird. Das ist nice. So, Smogmog wird von Sandsturm getroffen. Macht erstmal Schaden. Dann setze ich Level up. Steinhager ein. Und Spieler besiegt. Juppie-Doo. Gut. Smogmog down. Also Smoker ist down. Mal Pokémon. Kommt Lizzie an erste Stelle. So, einmal. Ist mir ein bisschen doof, aber ich mach's trotzdem. Einmal Deko. Ja, ich drück andauernd auf S. Das nervt doch. Es eskaliert hier gleich. Dann eskaliere mal. Ah! Du Kali. Ampharos. Also, die heißt Ruth. Ruth. Süß. So, dann wieder zurück zu Kaito. Wobei, welches Level hat die? Level 15. Ist Elektro effektiv gegen Psycho? Nein. Andersrum? Nein. Schade. Ja gut, sollte ich mit Simsala doch, denke ich, trotzdem besiegen können. Hoffe ich. Donnerwelle, juppidu, bin ich paralysiert. Aha! Synchro! Cool! Sie ist auch Ah ja, geil! Ich hab das Ampharos paralysiert. Und es kann ich angreifen. Nice! Och, macht das einen Spaß. Ich liebe Hex. Hex ist cool. Ja, Hex 47 Gaming. Auf deinem Kanal. Ja gut, ich habe jetzt eher das Simsala gemeint, aber ja, also. Hex, der hatte mit mir auch schon ein paar heiße Nächte. Ja, nee, ist klar. Level up. Level up. GZ. Mal schauen, wie lange das jetzt noch kommt. Mascholo. Psycho sollte sehr effektiv gegen Kampf sein. Psycho gegen Kampf, ja. Siehst du, ich weiß ja doch was. Ja, etwas. Wow, übertreib ja nicht. Okay, dieses ultimative Battle. Tentacha gegen Mirabla. Wer wird diesen Kampf gewinnen? Bei mir genauso. Simsala gegen Mascholo. Kugelsaat. Die Spannung steigt. Wow, Kugelsaat macht nichts annähernd so viel Schaden, wie ich erhofft habe. Und trifft auch nur zweimal. Jo. Alles klar. Oh lol. Ein Schlag und das ist weg. So, komm. Level up. Ich erlerne Sandwirbel. Ja, geil. Was will ich mit so einer Scheiße?
So, 3. Ja, das hat ein bisschen mehr Schaden gemacht. Der Sandsturm tobt. Hier gibt's aber auch verdammt viele Trainer, kann das sein? Ja, das ist ähnliche Szenen wie nach Marmoria City. Wo in genau? Okay, das ist wiederum uncool mit der Verwirrung. Ey, das ist noch vom Level her zu hoch. Da kommt wieder Hex rein. Trifft gut. Wegsperre von... Scheiße! Jetzt hast du genau das Problem wie ich gehabt. Nee, das Problem bei mir ist eher, dass das Wohin genau 4 Level über mir ist. Ja, das ist dasselbe Problem. So, damit ich jetzt nicht daran zugrunde gehe. Hm? Wer ist denn jetzt bei dir gerade an der Spitze? Lizzie. Warte, es hat jetzt 2 Attacken gemacht, 16 Schaden, das heißt 8 Schaden pro Attacke. Das heißt, ich kann noch einmal Tackle machen. Abgangsbund. Ah ja, gut, das bringt nicht, das bringt relativ wenig. Konter. Ich hab's überlebt, easy. So, Tränke habe ich doch jetzt wieder genügend, oder? 8 Stück, na dann. Hoffentlich reicht das. So, Deku, reicht jetzt Level 12. Achso, ah. Konter bringt nur was, wenn ich auch attackiert habe. Genau, und zwar physisch. Wundert's mich, wieso sein Konter dann mehr Damage macht als mein Tackle. Na klar, macht auch Sinn. Macht relativ wenig Sinn. Wieso Konter? Oder? Konter naja, ist doch... wenn's mein Tackle kontert, sollte es ja... Er kopiert ihn ja quasi nur. Ja, und macht doppelten Schaden. Achso, macht doppelten Schaden. Ja. Das weiß ich doch nicht. Also rein logisch betrachtet, macht das Sinn. Das doppelten Schaden machen macht keinen Sinn. Weißt du, wie viel AP Konter hat? Müsste 10 haben. Oh ja, da geht das ja. Der hat jetzt locker schon mal 10 mal Konter eingesetzt. Der hat ja keine anderen Attacken. Hat er nur Konter? Der kann nur Konter machen scheinbar. Nee, wohin? Also noch ja, Abgangsbund und Bodyguard. Nee, wohin genau kann? Konter, Spiegelcape, Bodyguard und Abgangsbund. Spiegelcape hat er bis jetzt noch nicht einmal angewandt. Ja, das ist wie gesagt random. Ich weiß auch nicht, was Spiegelcape ist ja auch keine Attacke. Spiegelcape hat denselben Effekt wie Konter, nur dass es dann speziell angegriffen werden muss. Also Fernangriffe. Okay. So. Ich denke mal nicht, dass er mit Konter einen Volltreffer landen kann. Doch, kann er schon. Macht er aber nicht. Weil ich sein Gegner bin. Mhm. Klingt logisch. Und da haben wir wieder das Tuhaido. Nein. Man muss auch mal das Positive an den Kampf sehen. Welches? Das werden massig Level-Ups für meinen Lizzie sein. Ja, doch. Tuhaido verfällt... Oh. Tuhaido verfällt in Raserei. Okay, trifft nur 2 Mal. Bodyguard darf's ruhig machen und dann sollte ich es jetzt geschafft haben, denke ich. Easy! Hat mich nur 1000 Tränke gekostet. Level up. GZ. Nur ein? Willst du mich verarschen? Jo. Alter, wieso nur ein Level up? Nidorina, dagegen kämpfe ich jetzt mal nicht mit Lizzie. Das werde ich nicht schaffen. Da kommt Hex wieder rein. Ach, warum greife ich jetzt mit Aquaknarre an? Na ja, gut, ist eh egal. Level 13. Und so, Zetra King.
Oh, das will ich haben. Oh lol, das ist... Oh cool. Mit einem Schlag besiegt. Der Kämpfer macht so viel Sinn. Er hat Armaturheide und Setra King. Naja, er ist ein Wassertrainer. Anscheinend. Ah, komm, Kaito, mach mal. Kaito wird das überleben. Tanzer kann Explosion. Ja. Okay, da gehe ich lieber mit XD drauf. XD überlebt so eine Explosion easy. Easy peasy. Setz Tackle ein, ja. Wieso hab ich gewechselt? Du weißt ja nicht, ob das... Na, ich besieg das jetzt einfach ganz schnell. Easy. Nicht mal ein Level abbekommen. Und noch ein Makuhita. Oh nee, ich hasse das Vieh. Wieso? Ist doch knuffig. Das ist knuffig am Arsch. Aber dein Aber. Na, wobei, doch Fifi ist doch süß. Oh, Psycho ist sehr effektiv gegen Kampf, das heißt, Hex wird das schon regeln. Los, Hex! Und Giftpuder! Und Level 15. Sandwirbel, ja geil. Nicht nur, dass ich paralysiert bin, jetzt habe ich auch noch keine Genauigkeit mehr. Aber sowas wie Konfusion braucht keine Genauigkeit. Easy geregelt. Und ich bekomme TM46 Raub. Woher bekommst du die? Du musst an der Stelle, wo du jetzt nachher kommst, da steht halt ein Wanderer und ein Camper. Da musst du den Camper ein bisschen runterlocken. Ja, hab's geschafft. Das habe ich vorhin schon gesehen. Ich wusste nur nicht, dass eine TM ist. Ach so. Und die TM bekommst du halt. Radfratz, oh wie süß. Das sollte ich sogar mit meinen Vierfieren schaffen. Level 14, obwohl... Lizzie ist Level... Nee, mach ich nicht. So, nächster Kampf. zwei. Hyperzahn, zum Glück habe ich es nicht gemacht. Boah, scheiße, zieht das viel ab. Slime auch, okay. Okay, gegen Slime wird es ein bisschen interessant. Der beste Kampf, der je im Pokémon-Anime zu sehen war. Slimog gegen Turtok? Nein. Slimog gegen Knofensa. Oh. Genau, Slimog setzt Härtner ein. Level up. Wie viel schon mein Biss? Oh, wie süß. Ja, du kannst ruhig mein Biss aussetzen. So, ich kann dann wieder mit Aquaknarre ankommen. So. Mir gefallen die Level von den Pokémon hier nicht. Sejong. Ah, Sejong. Feuer sollte keine Effektivität gegen Psycho haben. Nein. Ach, das Sejong. Gibt's mehrere Sejongs? Nein, ich war jetzt gerade überlegen mit Sejong. Weiterentwicklung von Seeper? Nee. Weiterentwicklung von Seeper ist Seemon. Sejong ist die Weiterentwicklung von. In Rebellion. Nee. Natürlich. Nein. Ah, nee, nicht Seeper, sondern von. Ja, die Robbe halt. Seemops. Nee, Seemops auch nicht. Doch, Seemops. Das hieß doch nicht Seemops. Doch. War Seemops nicht dieses... Nein. Die Weiterentwicklung von Sejong ist... Valreiser. Und die Vorentwicklung von Sejong ist Seemops. Ach ja, ich hab's jetzt mit Jugong verwechselt. Ah, oh, Junge. Level up. Level up. Stacken. So, dann zeig mal her, was für eine TM ich hier hab. Sandsturm, was will ich mit so einer Rotz? Hey, genau, kannst Kaito kopieren.
Ja, bestimmt. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich meine TMs jetzt irgendjemanden geben kann. Mach mal. Aquavelle. Kann natürlich niemand erlernen. Blizzard. Kann natürlich niemand erlernen. Yay! Durchbruch. Kann natürlich niemand erlernen. Yay! Beste TMs habe ich hier. Oh. Vorderknecht, was ist das? Ich habe jetzt das ultimative Match, wovon du dich damals beschwert hast, dass du es gegen Rocco hattest. Was? Panzer Aeron. Nee, das war nicht gegen Rocco, das war gegen das war gegen Marek. Hä? Ach so, stimmt, Marek. Den Namen habe ich mir gemerkt, Marek. Ich denke jedes Mal beim Marek eher mehr an Yu-Gi-Oh, warum auch immer. Okay, die Attacke kann ich jeden beibringen. Ich denke mal, Fassade, das bringe ich Hex bei. Hex ist vom Typ Psycho, das sollte alles können. Der sollte paralysiert werden, der sollte eigentlich schlafen, bringt ja nichts. Fassade bringt Paralyse, vergiftet und... Wann verdoppelt sich Fassade nochmal? Bitte? Wann verdoppelt sich Fassade nochmal? Wenn es vergiftet, paralysiert oder verbrannt ist. Ja, das geht bei Hex alles. Dann kann ich Hex Fassade beibringen. Kannst du gar... Wobei, muss auch bedenken... Fassade... Ich muss auch ganz kurz überlegen. Mein Fassade... Wertewechsel. So ein Rotz. Ja, Fassade? Ja, ich muss jetzt gerade mal gucken, ob das jetzt... in der dritten physisch ist. Es ist physisch. Also war es doch keine so gute Idee, es Hex beizubringen. Eher weniger. Yay. Kannst aber trotzdem so machen. Naja, ich hab's schon gemacht. Ja. Absol. Absol ist kein schönes Pokémon. Also wär's in meinem Team, wär's natürlich sehr schön, aber als Gegner... Da ist es Hex hat nicht mehr so viel Leben, ich wechsle mal zu XD. Absol ist schon ein bisschen stärker. Boah, jetzt träumt mich auch noch Myrapla. Wieso? Das Pokémon hatte eventuell noch, also gegnerische Pokémon hatte noch 5 KP übrig. Was macht es? Setzt Kugelsaat ein. Volltreffer. Ja, hier. Du mich auch kreuzweise, Myrapla. Weißt du, ich habe dich ehrenvoll in mein Team aufgenommen. So dankst du mir. Gewaltroh, ja, GG. Girafari. Nein, und ich habe vergessen zu... Hoffentlich bekomme ich wenigstens Level ab. Girafarik ist doch eine Nummer zu krass für mich. Ach, ne. Gibt's mir das Level up, Level up, Level up? Na komm, komm schon. 6, easy, Level up. Level up, baby. Ich darf mit XD nicht mehr so viel kämpfen, sonst gehorcht er mir vielleicht nicht mehr. Ja, XD. So, jetzt gehe ich zurück in die Stadt, um ins Pokémon Center zu gehen. Zum Glück kann ich rennen. Boah, wir müssen wirklich gucken, dass wir uns wirklich nicht overpowern, weil der nächste Ort ist ja erst in Urania City. Kann sein. Und wir müssen den größten Rotzweg nehmen dafür. Juppie du. Oder muss man den Rotzweg nehmen? Kraftwerk im Weg. Das wäre auch wirklich scheiße, wenn wir uns überpowern, denn ich habe die Arenen jetzt wirklich alle nur mit meinen XD gemeistert. Also ich weiß nicht, ob meine anderen Pokémon stark genug für die Arenen sind. Dann musst du trainieren, Junge. Das bringt nichts zu trainieren, wenn ich nur den größten Rotz als Pokémon habe. Dann musst du trainieren. Oh, ich muss jetzt gerade nämlich... So... Oh Leute, die Trainer haben sich resettet. Ich bin auf jeden Fall schon mal bei Bill. Bill! Bill! Hab ich gegen den schon gekämpft? Bill! Bill! Oh, das wechselt es aus, das ist... okay. Ich muss auch ganz kurz nachgucken. Ich meine... Entweder müssen wir den größten Umweg nehmen, dann haben wir ein Problem, oder wir kommen direkt nach Urania City. Ich meine aber, man kommt direkt nach Urania City. Ich hab keine Ahnung. Oh, Moment, man kann den Weg hier runter... Ja, ja, bla bla bla. Wir sehen ja, oh wie süß. Und kommt den Weg runter? Irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber ich verwechsel Rosé ja die ganze Zeit mit...
die Weiterentwicklung von Kuzilla. Kuzilla? Rosanna? Rosanna, genau. Okay, nee, wir können direkt nach Orania City gehen. Das heißt, wir können direkt den Ohren holen. Wobei, nee, wir müssen das Schiff dann noch machen. Ja, ich dachte, bevor man gegen Meister Bob, Major Bob. Da musst du erstmal auf die Anne. Genau, müssen wir auf MSN und dann muss man erstmal bis zum Kapitän gehen und dann muss man erstmal 5000 verschiedene Wege gehen, bis man erstmal zum Captain kommt und dann muss man auch noch gegen den Rivalen wieder kämpfen. Ach komm, ich doch. Auf jeden Fall steht vor Bills Haus. Okay, ich muss gucken, ob ich den Kampf hier überlebe. Okay, hier ist schon mal Bill, der ist ein Pipi. Hallo, ich bin ein Pokémon. Okay, vergiss es, den Kampf überlebe ich nicht. Warum? Gehe ich damit. Ich gehe mit XD drauf, komm. So oft wie die jetzt Wachstum gemacht hat, die scheint eine ganze Menge Angriff zu haben. So. Moxon hat den Cell-Separator im Gang gesetzt. Wusch. Level up. Oh, Lissia lernt Biss. Yay. Kann ich jetzt totbeißen. Klasse, Quappo. Will ich hier meine Pokémon sammeln und so sehen? Okay, gegen Quappo sollte ich allerdings auch nicht antreten mit Lissi. Also, wenn wir eine Party an, glaube ich, mal nicht so viel drüber zu gehen. Ja, ich gehe dann hin. Vor allen Dingen noch ein Quappo, Alter. Das Gute ist, Quappo ist von Sekundärtyp Kampf. Ja. Hypnose, ja genau. Ja, schlaf mal ein. Jetzt kann ich Fassade machen, da ist doppelt effektiv. Kann ich jetzt auch wieder aufwachen? Anscheinend nicht. Alter! Schön, dass das Quappo die ganze Zeit Überroller macht. Ist nicht sehr effektiv gegen mich, aber es bekommt trotzdem noch Rückstoß. Boah, läuft. Oh ne, nicht Duplexieb. Okay, gut, doch, du, gern Duplexieb. Ich bin aufgewacht, juppie du. Komm, mit einem Schlag besiegen. So. Alter, das ist nicht euer Ernst! Und während du noch da oben am Kämpfen bist, weil du irgendwie ein paar Struggles. LOL, das Quappo hat sich selbst besiegt! Was? Überroller gemacht und durch einen Rückstoß ist jetzt besiegt! Manchmal frage ich mich, warum ist es so? Why? Ich feiere es! Und noch ein Macho mal hinterher. Natura wird durch Sternschauer, mach mal. Normalerweise würde ich ja dann jetzt auf Hypno, Simsala wechseln. Aber das Problem ist, Marshomai ist nicht nur relativ stark, sondern ich glaube, das könnte Simsala jetzt auch noch besiegen, weil Simsala nur noch 14 KP hat. Ja. Mach mit XD. XD schafft das schon. So. Feuerschlag. Pow! Hätte ich doch nur Simsala eingewechselt. Wie jetzt? Das hat Energiefokus gemacht, das hat also nicht angegriffen. Level up. So, Miltank. So, ich gehe nochmal zurück in die Stadt. Ja, mach mal. Feuerschlag, pow! Ich könnte dich jetzt wieder hart triggern und dann noch so einen Spruch sagen wie: Im Gegensatz zu dir bin ich jetzt mal ein bisschen vorsichtiger mit meinen Pokémon. Ach so! Sagte er, als er Gag Arbor trainieren wollte. Ja. Es hat seinen Zweck erfüllt. Ja, sieht man.
Sieht man. Nachdem du mein Celebi rausgehauen hast. Ach, du hast dich doch gefreut dabei. Ja, ehrlich gesagt schon. Ja, siehste. Das Vieh war scheiße. So. Let's go, Pyra. Hat er auch noch so einen ekelhaften Namen. Schatzi. Nee, Schmusi. Schmusi. Oh, Doch, stehst du doch. Bestimmt stehe ich auf so einen Rotz. So, okay, ich gebe. Verhält sich wie die übelste Bitch. Und hat dann noch so einen Namen Schmusi. Schmusi. Gut. Das Cup ist beliebt bei Persien. Die Arena leider misst hat hohe Erwartungen in diesem Ort. Hallo, bist du alleine hier? Wenn du am Cup von Azul bist, solltest du jemanden dabei haben. Moon, wo bist du? Ich bin gerade im Pokécenter. Ich sehe keinen Pokécenter. Du bist jetzt hinmarschiert. Ich bin hier in irgendeinem Haus. Hier ist ein Pi. Ein Pummelhof ist es. Ne, das ist ein Pi. Pipi. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keins. Na, das ist Bill. Ach so, das ist Bill. Bill ist hier. Hörst du mir? Nee, mach ich nicht. Was? Und du startest meinen PC aus, das Hellleitungsprogramm. Ja, du musst eigentlich so machen, du musst sagen, ja, du hilfst, und dann musst du eigentlich wieder rausgehen. Weißt du, wie man sich da getriggert fühlt? musst du noch den Tropf drücken? Hallo? Bist du noch da? Ach, dieser Hurensohn hat sich verpisst. Das hätte ich eigentlich wirklich machen sollen. Was? Okay, na, Richtung Lavandia könnten wir auch nicht weitergehen, da versperrt uns ein Busch im Weg. Können die sich nicht mal rasieren, die Ekelhaften? Ah, so. Bootsticket. Boot? Willst du Boot fahren? Oh Gott, ein großes Kreuzfahrtschiff, die MS Anne, ja. Wir haben Party eingeladen, da mach ich so viel Tour. Hättest du Lust hinzugehen? Ja, natürlich, wieso nicht? Achso, das war's jetzt? Ja, das war's mit Bill. Hm. Und wo geht's jetzt weiter? Wir müssen jetzt nach Urania City gehen. Ja, aber wie? Du gehst jetzt nach unten und in das Haus, wo der Polizist stand. Achso, der ist weg. Jetzt frei. Der steht jetzt frei und dann kannst du direkt weiter. Was ich aber schon mal machen kann, weil so viel Zeit haben wir noch. Ich gehe jetzt nämlich nach unten auf Route 5. Route 5? Moment. Mit denen haben wir schon geredet. Ich muss jetzt mal was ganz kurz gucken. Route 5. Das ist Route 4. Das Team Rocket braucht den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Okay, wir können auf Route 5 können wir uns noch ein Pokémon catchen. Die Indizien hier sprechen für einen Einbruch, nicht dein Ernst. Nein. Diese gemeine Team Rocket. Hör dir an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen, eine TM, mit der Pokémon Löcher graben können. Ich habe übrigens noch mal die Chance, einen Pharaoh zu fangen. Hey, bleib stehen, du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue, ich bin nur ein unschuldiger Versand. Glaubst du mir etwa nicht? Gut, ich werde jetzt gegen Rocket Rübel kämpfen. Normal halt. Easy. Wailord, geil, das gibt übelst die Erfahrungspunkte. Oh. Wailord Level 17. Geil, das sind die Level-Ups für meinen Lizzie, die ich haben möchte. Voll im Rennen wieder. Okay. Da kann ich mit Hex drauf gehen. Komm, Absorber. Ich hoffe, das macht nur Platscher. Das kann doch nur Platscher einsetzen. Okay, er ist wieder aufgewacht. Setz Tackle ein. Walzer. Okay, macht nicht besonders viel Schaden. Das sollte ich schaffen. Was, Walzer? Wie tanzen? Scheint so. Das verwirrt. Super. Ich wusste gar nicht, dass Konfusion verwirren kann. Kann es. Hat's aber nicht gehört. Hat sich nicht selbst Schaden zugefügt und das war jetzt doch ein bisschen stärker als gedacht. Aber easy. Zwei Level-Ups mindestens. So. Was? Manu. Guck mal, am Voraus. Willst du mein Teammitglied werden?
Aussetzer. Aussetzer war, dass man die Attacke, die der Gegner hatte, nicht mehr anwenden kann, ne? Genau. Die Attacke, die angesetzt wurde, ist für ein paar Runden nicht mehr zu nutzen. Was will ich mit so einem Rotz? Keine Ahnung. Hariyama, oh Mann. Gibt der eigentlich auch viel KP? Ja, aber das... Welches Level hat das? 17. Glaubst du, ich überlebe mit einem Level 14 Pfiffchen eine Attacke von Hariyama? Nein. Weil das Typ ohnlicht ist. Und es muss nur einmal eine Kampfattacke einsetzen, dann ist Pfiffchen weg. Ja, auf Hex kann ich aber nicht wechseln, der hat nur noch 17 KP. Ah. Da muss ich wieder XD reinbringen. Ja, geht nicht anders. Mann, da ist Hex wieder ein... So oder du machst es folgendermaßen. Und es hat natürlich Energiefokus angewandt, wie immer. Ich hasse dieses Game. So, Level up, schön. Ist Lizzie auch Level 15? Oh, komm, am Fahrerhaus, bleib im Ball. Okay, ich gebe gestohlene TM zurück. TM 28, ist das jetzt Schaufler oder? Ist Schaufler. Achso, ich dachte, wäre auch gerandomized. Nee, ich glaube, die sind nie gerandomized. Schade. Naja, bei Hardgold und so Silber waren sie gerandomized. Ja, gut. Wo ich statt TM Blitz irgendwas anderes bekommen habe und dann durch die dunkle Höhle laufen musste. Okay, jetzt ist es im roten Bereich. Wobei hier bei Feuerrot und Blattgrün sollte Blitz ja eine VM sein, oder? Ja, hier ist es eine VM. Generell frage ich mich, wann wir hier überhaupt unsere erste VM bekommen. Die bekommen wir in Urania City. Weil normalerweise bekommt man die VMs ja vom oder kurz vorm Arena-Lader oder beim Arena-Lader. Ja, das ist hier in der ersten Generation, beziehungsweise dritte Generation, bekommst du es auf jeden Fall vor dem dritten Arena. Ah, verdammt, dann Pharaos, bleib bitte drinne. Hier ist Route 5. Ja, ich fange hier gerade ein Pokémon. Versuche ich zumindest. Jetzt komm, bleib drinne. Ist das gleich Urania City hier drunter? Nee, wir müssen den Tunnel marschieren, dann sind wir in Urania. Sind wir dann noch eine Zwischenroute und dann Urania. Wo wir jetzt gerade marschieren, das ist Saphonia. Da kommen wir noch nicht durch, weil sich der Typ beschwert, dass er nichts zu trinken hatte. Ey, dieses blöde Ampharos. Du hast einen Ampharos, was du von kannst. Mal gucken, was ich bekomme. Vielleicht willst du probieren. Die Weiterentwicklung von Pfiffchen ist... Magnain. Cool, da kann ich nochmal. Ach, was Magnain? Ja. Nice. Oh komm, bleib doch mal im Ball drin am Pharos. Durch Einsatz von Angst. Was? Ja, du hast die Fähigkeit Angst hast, das heißt, du kannst immer fliehen. Ach so, okay. Wobei ich warte dann auch mal lieber, bis du deinen Ampharos fängst, denn nicht, dass ich dann hier umsonst fange. Das gefällt mir natürlich. Gefällt mir sogar sehr gut. Schieß los. Das wohl stärkste Feuer-Pokémon der ersten Generation. Arcani. Fast Fukanu. Okay, dann wird's jetzt interessant. Wobei, du kannst es trotzdem fangen und dann, wenn ich wieder ein Pokémon fange, wieder einsetzen. Nee, die Regel finde ich scheiße, deswegen mach ich das nicht. Ich habe die Regel jetzt so bei mir angewandt. Ja, das kann sein. Einmal Tackle sollte es ja noch überleben. Biss ist stärker als Tackle, oder? Ja. Dann probiere ich es. Komm, jetzt. Kriegst jetzt einen Tee von mir am Pharaos, wenn du jetzt drin bleibst. Alt. Weißt du, Despota bleibt drinne. Am Pharaos will nicht drin bleiben. Na, ich warte mal auf dich. So. Männliches Fukano, das kann ich dann nur noch Meuro nennen.
So, ich guck mal ganz kurz weg, weil das ist mir... Ja, ich hab's gefangen. Super, dann könnte ich's jetzt auch fangen. So, ein weibliches Ampharos. Pokéball! Komm, ich nenne dich jetzt einfach Lizzie. Ich bin einfach nur der Gott unter dem Pokémon-Fang. Die letzten drei Pokémon, alle mit nur einem Ball. Es ist sehr freundlich und bleibt den Menschen treu. Durch Bellen und Beißen versucht es, Gegner zu verscheuchen. Moment, passt perfekt zu Moiro. Er ist auch sehr sehr niedlich und bleibt mir treu. Ja, nee, ist klar. Auf jeden... Hoppla. Hab ich einen Moiro im Team. Ja, super. Was ist das hier für ein Laden? Das ist hier die Pension in billig. Aha. Okay, nee, brauch ich nicht. Auf jeden Fall, jetzt haben wir ein neues Pokémon im Team. Ja. Weil du hast deins Moiro genannt, oder? Jo. Ich hab meins Lizzie genannt. Tunnelfahrt, was ist das denn? Das ist die Route zu, hier, ist Orania City. Du willst mich verarschen! Wieso? Warst du schon da drinne? Ich noch nicht, wieso? Man kann bei der ersten Person einen Tausch machen. Oh, okay, Moment. So. Besitzt du ein Golbat? Willst du es gegen... Wow, ich bekomme billige. Ich soll ein Golbat gegen Frisselblitz tauschen. Ist doch noch gut. Ja, was bekommst du? Ich könnte ein Raikyu gegen ein Lamus eintauschen. Wow. Kannst du auch machen. Ja, sofort. Easy. So, bevor ich jetzt hier weitergehe, wecke ich einmal das Ampharos auf. Und heile es direkt. Was? Schon viele Leute haben Dinge auf den Tunnelfahrt verloren. Ja, man kann mit dem Item, nennt sich Detektor, kannst du auf darunter gehen und dann kannst du Items finden. Also brauchst du erstmal ein Item dafür. Brauchst du eigentlich nicht, kannst auf gut Glück da suchen. Gut, Paraheile habe ich jetzt nicht. Pontimus. Was? Ich kämpfe gerade gegen einen Pontimus. In Tunnelfahrt oder wie? Nee, auf Route 6. Also, Route-Pokémon? Nee, Trainer. Also. Gut, dann machen wir das noch eben. Meditation, das heilt es. Oder es stärkt einen Angriff. Meditation. Aber mit Konfusion sollte ich es doch jetzt eigentlich easy besiegen können. Gegen Pontimus? Ach scheiße, das ist nicht sehr effektiv. Nope. Ist auch Psychotyp. Probier's mit Fassade. Der Sandsturm von Kaito macht Schaden. Ja, und wow, es macht Schaden. Ja, hier. Und direkt der Steinhagel kommen. Ja, Fassade macht schon guten Damage. So muss es. Und wisst ihr, ich pack Hex jetzt auch wieder mal nach vorne. Lizzie ist ja jetzt schon mit Stufe 15 relativ gut trainiert. Dann trainiere ich Hex jetzt auf Stufe 20. Gegen Geweiher sollte Hex auch gut ankommen, denke ich. Geweiher ist Typ normal, da kann ich... Okay. Hab ich Geweiher jetzt verwechselt mit dem Rentier. Mit dem Hierplex. Kann sein. Es ist verwirrt, wenn es sich jetzt noch selber trifft, dann habe ich es besiegt. Oh, wieder Knoss. Ach, Mann.
Da kommt Pyra wieder ins Spiel. Oh, ich kann eine Fassade machen, das sollte auch easy besiegen. Der Sandsturm tobt. Ich fände es schön, dass wir wieder einen Überlinger aufnehmen. Du musst ja die Zeit stoppen. Warum soll ich jetzt die Zeit stoppen? Ist doch dein Let's Play. Ja, aber du stoppst die Zeit immer, deswegen. Ich hab mich dran gewöhnt. Ja, gut. Du bist deinen Aufgaben nicht gerecht geworden. Ach, ist doch egal. Haben wir Stundenpart. Haben die Leute was zu tun. Easy, mit einem Schlag besiegt. Weil sonst haben wir hier 100 Parts von einem Let's Play, was nie enden wird. Wahrscheinlich. Davon habe ich aber auch mehr als genügend auf meinem Channel. So, dann wechseln wir Hex jetzt mal noch. Ach nee, ich habe ja jetzt noch Moiro. Ah, den kann ich... Doch, kann ich. Dann tausche ich Moiro. Schlurp. Okay. Ah, komm hier. Moon, du bist dran. Vielleicht erleben wir sogar... Schade, dass es hier keine Doppelkämpfe mehr gibt. Doch, Doppelkämpfe gibt es, aber die kommen erst ganz spät. Um es genau zu sagen, sau spät. Dann frage ich mich, wieso die jetzt hier nicht so positioniert sind, dass es wie ein Doppelkampf ist. Weil das, in der Erstgeistung gab es ja keine Doppelkämpfe. Die wurden ja erst in der dritten Generation eingefügt. Aber damit man es halt noch so originaltreu hat, spielt man die Story erstmal normal durch, also sprich Einzelkampfmodus. Und erst nach der Arena kannst du später diese Insel besuchen. Und da herrschen Doppelkämpfe. Lol. Ach ja, Formio könnte sich ja ändern, je nachdem wie das Wetter ist. Ja. So. Deko-Reich Level 19. Ja, doch, wir können noch die Entwicklung erleben. Ich kann einfach nie siegen. Ja. Oh, das ist böse. Scheiße. Nancy, du Miesel. Das ist jetzt blöd. Ha? Nee, muss ich wechseln. Kann ich nicht machen. XD, du bist dran. Du hilfst mir immer aus der Scheiße. Ja, bau mal keine Scheiße. Das ist dein Job, das mache ich schon nicht. Ah, Pulverschnee, das ist gegen... Nee, das ist nicht effektiv. Doch, das ist sehr effektiv. Juppie du. Und ich bin auch... Alter, verarsch mich doch nicht. Du bist eingefroren? Ja, easy. Mal wieder. Ich finde es schön, dass dieses Dumiselogena einsetzt. Oh geil, das macht Sonntag. Geil. Sunny Day. Aber Feuer ist jetzt nicht effektiv gegen XD, oder? Gegen Aerodactyl nicht. Super. Da war Ace wesentlich schlimmer. Eine Verbrennung gefällt mir mehr als ein... als gefroren. Wieso macht es jetzt schon wieder Hagelsturm? Fick dich doch! Nee, wie gesagt, ich will mich heute nicht ficken. Wieso nicht? Weil es heute nicht passt. Ich hab mich vollgefressen. Aber das Thema hatten wir schon. Und ich bin immer noch eingefroren. Alter, jetzt hör auf. Nö, ich hör nicht auf. Warum soll ich aufhören? Pulverschnee, macht's wieder Damage? Oh, das ist jetzt gerade sehr böse. Na komm, damit sich jetzt hier mein Moon entwickelt. Aquaknarre! So langsam soll ich doch auftauen, oder? Ich bin... Okay. Jo, Level up. Hab ich irgendein Item, um aus der um mich vor Gefrierheit zu... Und Tyrakok entwickelt sich. Achso, du hast jetzt... Oh, cool. Für die AP.
Naja, da muss ich Pokémon wechseln. Geht nicht anders. Nilo, du musst rein. Impergator. Yeah. Bedrohr, das ist schon mal sehr gut. Sonntag, das ist noch wesentlich besser. Oh, ja. Gut, damit ist jetzt... Damit sind meine Mains entwickelt. Bis, also... Alle Pokémon bis auf Deku sind voll entwickelt. Es ist vergiftet, yes! Setz Pulverschnee ein. Bei Sonntag soll das nicht so effektiv sein, hoffe ich. Und wehe, du eist mich jetzt... Oh, da läuft das gleißende Sonnenlicht. Ja, sei. Na, geil. Ich wollte Lizzie ein Item geben im Spiel. Dankeschön. Ein Lizscope. Ja, ein Lizscope, der Glücksei. Ich hab's geschafft! Alter, das war... Wie kann so ein Kampf nur so hart sein? Ja, hart wie ein Saftkorn, würde ich mal sagen. Härter. Am härtesten. So, ich brauche jetzt definitiv erstmal ein Pokémon-Center. Wann kommt das nächste? Nachdem wir die Route hier abgeklappert haben, dann kommt... Kommt Orania City. Das Blöde ist, ich muss hier durch die Route... Ich komme hier nicht durch. Ja, das ist jetzt blöd. Ich komme doch durch, oder? Du kannst schon durch. Der eine hat mich getriggert. Das muss ich jetzt mit Nilo schaffen. Oh. Och, komm, bitte. Bitte. Der hat zwei Pokémon. Kokuna, ja geil. Sollst du hinkriegen. So, Lizzie. Und damit ist der Käfersammler auch weg. Pokémon, ja, muss Nilo schaffen. Alter, war das ein Kampf gegen das scheiß Formio. So. Zweimal kann ich mir Tor. Vorstellen. Härtner, scheiße, scheiße! Oh Mist. Ui. Das hat Härtner eingesetzt. Ja. Härtner, Alter! Ja. Ich sag's, es ist Game Over. Er setzt Härtner ein, but it fails. Es hat schon wieder Härtner eingesetzt. Ach, Junge, ganz ruhig. Aber es ist Härtner. Es hat ein Härtner-Duell und? Es hat schon wieder Härtner eingesetzt. Nein! Oh. Oh. Oh ja. Oh, schickes Ding. Oh ja. Ein Volltreffer, easy. Oh ja. Kann man so einen Kokuna auch vergiften? Ja, kann man. Das war eigentlich bei jedem Pokémon, wo dreimal Giftstachel nicht eine Vergiftung gebracht hat. Wobei, nee. Kokunas. Nee, bei Kokuna nicht. Kokunas Typ Gift. Dein Ernst jetzt? Ja. Seit wann ist Kokuna. Okay. Weil Hornhut schon von Typ Gift war. Dann ein Biss, das sollte auch ausreichen. Zumindest was meine. Ja, Käfergift. Medite. Wechsle ich nochmal auf Moiro, damit er auch ein bisschen trainiert wird. So, Pyro reicht Level. Jetzt wird Schwalboss, okay. Also, wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, hat diese Schwalboss. Na? Welches Level hat Schwalboss? Das kriege ich mit Lizzie hin. Ich müsste auch mal gucken, was für ein Item Moiro hat. Oh, hast du noch nicht nachgeguckt? Nee. Lol. Sehe ich jetzt erst gerade, dass Moiro ein Item hat. Und auf alle Fälle muss das nächste Pokémon, was ich fange, weiblich sein. Okay. Wenn dem so ist. Das muss so sein. Denn mir fehlt nur noch Jenna im Team. Ah oh, ja. Wäre relativ unpassend, wenn Jenna jetzt ein männliches Pokémon wäre. Schätze ich. So. Und ich habe den Kampf geschafft. Super. Und da bin ich Orania City. Hast du schon ein Pokémon gefangen auf der Route? Nee. Das müsste ich jetzt auch machen. Das können wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Da müssen wir aber den Part beenden. Jo. Aber zuvor, hol dir Tränke und Pokebälle. Nee, ich gehe einfach nur ins Pokémon Center.
Junge, du triggerst mich gerade richtig hart. Ich muss mir nämlich noch holen, weil ich glaube, du kriegst jetzt hier auch Superbälle. Lass die Superbälle Superbälle sein, sowas brauche ich nicht. Was? Mir kriegt man immer noch keine Superbälle? Alter, dann hole ich mir eben 27 Pokebälle. So, was bekomme ich? Och Mann, es ist auf alle Fälle weiblich, das passt ja. Aber? Das ist ein übelstes sinnloses Pokémon. Muss schon sagen, was hast du? Kangama. Kangama ist doch gut. Was ist an Kangama bitte gut? Oh okay. Lol, ich kann Glut. Okay, ich wollte es eigentlich positiv ausdrücken, aber du machst es mir ja schwer. So. Ich bin jetzt auf jeden Fall ausgerüstet für den Kampf. Ich lese ja nicht meine Spitze. Dann gehen wir mal. Sag das... Bescheid, was du bekommst. Ja. Kann ich noch nicht sagen, weil ich gerade hier noch einen Kampf mache. Hm, toll. Ich bin extra ausgewichen. Er rennt natürlich übelst direkt rein. Ja, Entschuldigung. Die war mir halt... Die hat mich angelächelt. Hm. Okay. Dann... Na komm, Moon. Ich hab nämlich, ehrlich gesagt, gegen Diktri keinen Bock, dass es jetzt einfach mal was einsetzt, worauf ich keinen Bock hab. Oh ja, Impakator, la ja. Oh, ist geil. Doch, kann sie nur umschlagen. Der König hat wieder zugeschlagen. Man könnte glatt denken, ich hätte hier irgendeine Mod installiert oder sowas. Der König hat gekniffelt. Ja. Kabuto. Das Weibchen zieht seinen Nachwuchs in seinen Bauch, in seiner Bauchtasche auf. Auch im Angriff ist es talentiert und setzt Kometenhieb ein. Schön, dass scheinbar nur eine Attacke kennt, kann, dass sogar der Pokédex sagt, dass es nur diese Attacke einsetzt. Ja, anscheinend. So. So, in der Zeit kann ich dann nochmal gucken, welches Item Moiro hat. So, Donnerschock. Lachsrauch, was ist das? Ach Gott, Lachsrauch. Kann ich dir jetzt gerade spontan auch nicht sagen. Was sagt die Beschreibung? Müsste ich das Item erstmal rausholen, glaube ich. Ja, muss er. Items nehmen. Lachsrauch erhalten. Hat Kangama ein Item? Hat's natürlich nicht. Guck mal, Lachsrauch, das wird dann hier sein. Ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann, es senkt Genauigkeit des Gegners. Das ist gar nicht so schlecht. So, mein Routen-Pokémon auf Route 5. Oder Route 6? Route 6, ja. Ja, doch. Lass dich sehen. Hm? Seetracking. Tut mir leid, Nilo, du musst leider sterben. Was? Warum? Junge! Hör auf damit! Ist nicht wahr. Es ist paralysiert. Es kann nicht angreifen. Okay, so, ich denke mal mit Moiro kann ich gegen den Level 16 Golking easy anreden. Tetra King, mach mir keine Angst. Und dann kommt der Pokéball. Okay, Mist, das Pokémon hat sich befreit. Paralysiert. Du kannst es auch ruhig besiegen, also ich habe jetzt nichts dagegen, wenn Kangama weggeht. Okay, wenn dem so ist. Ja, aber ich versuch mein Glück erstmal. Ich habe ja genug Pokebälle parat. Okay, es hat einmal gewackelt. Ist das sehr viel? Ja. Ich übertreib hier nicht, wenn ich sage, es hat einmal gewackelt. Du übertreibst richtig. Level up.
GZ. Ich habe es. Juppie, du. Ist aber männlich. Juppie, du. Freust du dich nicht für mich? Ich freue mich total. Meine Freude, die springt mir schon aus dem Gesicht. Nee, nenn ich dich. Mir fällt keiner mal ein. Ach komm, hier, Moiro. Ist verbrannt, das ist schon mal super. Ja, damit ist unser Team vollständig. Jetzt muss ich mich heilen. Ich habe zum Glück noch Tränke. Das Problem ist, wenn das jetzt nochmal ein Psy-Aufruhr. Okay, keine Ahnung, was das. Das macht auch Damage. Okay, aber nicht so viel. War das wirklich so? Moment. Was ist denn stärker, Glut oder Tackle? Kommt drauf an. Bist du vom Typ Feuer? Nee, Glut oder Biss. Von welchem Typ bist gut, du? Gut, ich bin vom Typ Feuer, also Glut. Ja, dann immer Glut nehmen. Just saying, wir müssen übrigens den Part beenden. Ja, lass mich den Kampf hier noch beenden. Achso, machst du den Kampf. Als nächstes mache. Okay, das ist auch sehr gut für meinen Fukano. Komm mal her, mein süßer Hex. Knuddelrunde. So, währenddessen trainiere ich jetzt mal Deku, damit es auf Level 20 ist. Bin mal 21, damit es sich auch umwickelt. So, und dann können wir einen Part beenden. Wir können den Part beenden? Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, Leute, das war ein wunderschöner Part von Pokémon. Wir haben unsere Teams gefüllt. Ich bin mit meiner Teamzusammenstellung sehr zufrieden. Wie kommt das nur? Woran kann das bloß liegen? Ich meine, gut, mein Team ist immer noch besser, aber trotzdem. Ja. Okay, bis auf Deku. Aber Deku wird sich noch entwickeln. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal genau an dieser Stelle hier wieder. Wo wir die Route 6 oder 5? Ist es 6 oder 5? Wir waren jetzt vorher bei 6. Nochmal zurückgehen. Also ich auf alle Fälle. Ja, ich habe hier eine ganze Menge Kämpfe übersprungen. Ja, während ich dann auf der Route ein kleines bisschen trainieren werde, damit sich unser Deku weiterentwickelt. Und dann gehen wir auf die MSN. Die MSN, genau. Auf die Enne. Und dann sorgen wir dafür Struggle. Damit wir dann das Schneider bekommen und dann Major Bob wegputzen können. Da bekommen wir Zerschneider? Da bekommen wir den Zerschneider. Müssten wir nicht erstmal Zertrümmerer bekommen? Nein, Zerschneider. Lol. Der Zertrümmerer war hier keine VM. Nicht? Du bekamst. Ich spiel viel zu lange nicht mehr gesehen. Hey, du bekamst Zerschneider, Stärke, Surfer, Blitz. Stärke? Oh ja, Stärke gab's ja auch noch. Fliegen. Das gab's auch eine. Ich hab die jetzt aber gerade nicht im Kopf. Zersteiner, Surfer, Stärke, Blitz, Fliegen, Kaskade würde noch fehlen. Kaskade war dritte Generation. Also, dritte Generation im Sinne von Hoenn. Also, man bekommt es bei Kaskade hier, ja, aber erst später. Also, nach der Story. Dann keine Ahnung, was... Ja, nee, Zertrümmerer sagtest du ja jetzt nicht. Also, mir fällt jetzt nicht an, dass es Zertrümmerer hier gab. Muss man doch bei Rocco gehört haben, für welche VM man ihn besiegt hat. Oh Gott. Kann ich dir jetzt nicht sagen, also... Normalerweise willst du auf alle Fälle dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Moment, ich muss wieder funktionieren. Ciao!